Also Iblis. Ist ja der sozusagen der Teufel im Vergleich mit dem Alten Testament oder Neuen Testament, so das Pendant zum gefallenen Engel, zu Luzifer. Iblis ist sozusagen der Enttäuschte, denn er war ein Engel und er hieß als Engel Aziz. Aziz bedeutet schön und El ist halt die Abkürzung oder das Wort für Gott, das ist auch im Hebräischen so El, ihn, an. Und Gott hat Adam erschaffen, also den ersten Menschen aus Lehm, und hat seinen Engel, seinen obersten Rat offenbar, es gab wohl offensichtlich im Himmel, obwohl es ja ein Tauhid ist, also sozusagen ein Monotheismus, muss es wohl auch so eine Art Engelsrat gegeben haben. Und er befahl also seinen Engeln, die ihm gehorchen mussten, also es war eben der Gott Allah ist eben der Allmächtige, sich vor Adam niederzuwerfen. Also im Grunde in der Art und Weise, wie man es von der Moschee kennt. Also das Wort Moschee im arabischen Masjid ist der Ort, an dem man sich niederwerfen wirft. Und Iblis hat, und die Engel haben auch, alle anderen Engel haben wohl auch erst gesagt, nee, das wollen wir nicht tun, wir gehorchen nur dir allein. Und haben es dann aber doch gemacht, nur Iblis hat es nicht getan, also er hat sich geweigert. Und mit den Worten, ja, Gott hätte ihn aus Feuer geschaffen und Adam aus Lehm und er würde sich deshalb ihm auch nicht unterwerfen. Und außerdem, das ist sozusagen der Subtext, es ist ja Monotheismus, das heißt, ich unterwerfe mich nur Gott allein. Und daraufhin wurde er von Gott verjagt, könnte man sagen, aber das ist jetzt nicht hundertprozentig das richtige Wort, das müssen wir nochmal nachlesen. Und gilt daher als gefallener Engel, aber er sagte, ich werde dir zeigen, dass Adam dir nicht wirklich gehorchen wird, ich werde ihn versuchen, also ich werde ihn sozusagen vom rechten Weg abbringen. Ich werde versuchen, ihn von deinem rechten Weg abzubringen.